Ja, hallo zusammen, mein Name ist Peter Bernsdorf, ich bin 56 Jahre alt und komme aus Alzheim, Rheinhessen. Ich habe von 79 bis 82 habe ich Kfz-Mechaniker gelernt. Von 82 bis 90 war ich in Mainz in den Panzerwerken als Kfz-Mechaniker und ab 1990 bin ich dann zu Opel gewechselt. Opel habe ich erst am Band gearbeitet, die ganze Linie entlang. Dann hatte ich die Möglichkeit, in die Lackreparatur zu kommen, damals noch im K40. Da war ich bis 2000. 2000 sind wir dann langsam ins GA gewechselt, K170 mit der Reparatur. Da waren wir erst ein paar Mann. Und dann hat sich so langsam das K170 gefüllt. Dann ist die Linie gelaufen und ja, dann bin ich vor ungefähr 15 Jahren bin ich hier. Ne, 10 Jahren bin ich hier ins K115 gewechselt. Lackiererei habe ich oben auf 20 Meter angefangen und habe mich auch durch die verschiedenen Bereiche gearbeitet. Und jetzt bin ich seit 2018 hier in den Kleinteilen und seit 2019, 20 bin ich hier Kolonnenführer bei meiner Chefin, der Sabine Press. Mein Name ist Sabine Press. Ich komme aus Büttelborn, das ist bei Kreis Groß-Gerau. Ich bin seit 32 Jahren hier bei der Firma Opel. Ich habe auch, wie der Herr Bernsdorf, vorher eine Lehre außerhalb gemacht. Ich habe 1985 angefangen, eine Fleischerei-Fachverkäuferin-Lehre zu machen. Und 1990 habe ich dann bei der Firma Opel angefangen zu arbeiten. Auch am Fließband habe ich hier in der Lackiererei angefangen, Abdischblatt, Auto dicht gemacht, dass kein Wasser reinkommt. Und habe dann noch zusätzlich dann verschiedene berufliche Schulungsmaßnahmen gemacht, um mich weiterzuentwickeln. Ich habe dann als Gruppensprecherin hier in der Lackiererei gearbeitet. Danach habe ich noch eine Ausbildung, MTM-Ausbildung gemacht und bin dann bei uns ins Kernteam reingekommen. Das heißt, dass wir verschiedene Arbeitsoptimierungen machen und Zeitwirtschaften natürlich. Und circa vor 10 Jahren habe ich noch meinen Opel-Meister gemacht und habe dann eine Meisterstelle hier in der Lackiererei bekommen und hat jetzt mittlerweile 2, 3 Meisterstellen hier in der Lackiererei. Also ich war genau einen Tag zu Hause, das war ein Freitag und montags habe ich wieder hier im Unternehmen angefangen. Aber ich kam mir vor wie in einer Geisterstadt, weil hier war niemand zu sehen. Es war ein bisschen, ich sag mal, ein beklemmendes Gefühl, weil man nichts, keinen LKW, keinen PKW, keine Menschen hier gesehen hat. Auch wenn man morgens auf der Autobahn gefahren ist, das war alles so leer. Erschreckend war es gewesen für mich, ja. Okay, aber es musste ja so sein, ja. Ich war mit der Frau Press und anderen waren wir ja in der Lackiererei unterwegs und die Lackiererei ist sehr groß. Das fahren viele Kilometer, viele Rollen Klebeband, viel Laufarbeit, bis wir alles soweit hatten. Und als dann das Okay kam und die Mitarbeiter, die Kollegen sind wieder gekommen und dann haben wir die Anlagen wieder langsam angefahren. Ja, unsere Arbeitsabläufe haben sich im Großen und Ganzen nicht geändert. Wir haben die Leute unterwiesen, Sicherheitsabstand, Einhaltung der Corona-Regeln. Vom Arbeitsablauf hat sich nicht viel verändert. Aber halt die Einhaltung, damit sich jeder dran hält, Abstand, Maske. Ja, und so haben wir dann eigentlich durchgehend weitergearbeitet. Wir haben im Großen und Ganzen waren wir abwechselnd in Kurzarbeit.
Aber wir haben dann mit anderen Kollegen, ich mit meiner Chefin, haben wir die Lackiererei auf den Wiederanlauf dann vorbereitet. Haben Arbeitsplätze visualisiert und alles vorbereitet, damit die Mitarbeiter dann irgendwann wieder langsam in die Schicht zurückkommen können. Also man kann sich das tatsächlich so vorstellen, es war kein Mensch mehr da, nur für, also bestimmte Leute waren hier in der Lackiererei vor Ort. Wie das dann mit der Visualisierung hier angefangen hatte, wir haben hier diesen Bereich als Vorzeigebereich genommen und haben mal die verschiedenen Standards, was wir vorgegeben bekommen haben, hier umgesetzt. Da sind für einige Begehungen gemacht worden mit Geschäftsleitung, mit Betriebsrat und für einzelne Punkte haben wir dann beschlossen und so haben wir das dann komplett in der ganzen Lackiererei umgesetzt. Ja, also es war eine große Herausforderung in jedem Bereich, weil wir ja verschiedene Abstandsregelungen einhalten mussten. Ja, wir mussten Pausen, zusätzliche Pausenräume aufmachen, weil nicht alle Mitarbeiter in einen Pausenraum rein durften, genauso auch wie der Waschraum. Da musste spezielle Abstandsregelungen eingehalten werden. Ja. Wir haben am Anfang, wie der Anlauf wieder gewesen war, viele Kontrollen gemacht, Mitarbeiter unterwiesen, die Mitarbeiter denen alles erklärt, wie die Verhaltensregeln hier im Unternehmen sind. Ich muss sagen, wir hatten am Anfang kleine Schwierigkeiten, aber mittlerweile ist das ein absoluter Selbstläufer geworden. Die Mitarbeiter haben sehr viel Disziplin, auch nicht krank zu werden. Ja, es ist halt alles ernster geworden. Es ist ernster geworden, nicht mehr so locker. Das Lockere kommt auch wieder, klar, aber es war halt viel ernster wie sonst. Spaßmäßig auch mal Blödsinn gemacht, mal einen Spruch oder so. Und durch die Maske, durch den Abstand ist das halt alles irgendwo auf der Strecke geblieben. Aber das kriegen wir jetzt wieder hin. Was Gutes, ich bin am 26.04. bin ich das erste Mal geimpft worden. Und habe es bis dahin geschafft, nicht krank zu werden. Und jetzt hoffe ich, am 29.05. habe ich dann die letzte Impfung. Und dann sehen wir mal weiter und gucken, damit wir in die Corona-freie Zeit kommen. Wie auch der Herr Bernsdorf gesagt hat, mittlerweile seit letzter Woche habe ich die zweite Impfung bekommen. Ich hatte mich mit dieser Materie auch sehr beschäftigt und dadurch, dass ich hier in dem Bereich ausschließlich fast nur schwerbehinderte Mitarbeiter habe, habe ich meine Mitarbeiter darauf angesprochen, ob sie sich schon angemeldet hatten. Nein, hatten sie noch nicht und ich habe sie gefragt, ob ich sie anmelden soll und da haben sie ja gesagt und da habe ich meine Mitarbeiter hier unten alle angemeldet. Und der größte Teil hat jetzt, wie gesagt, die erste Impfung, wie der Herr Bernsdorf, der kriegt jetzt bald die zweite. Und dann sind wir hier vom Bereich her sehr zufrieden da mit diesem Ergebnis schon mal, ja.